Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Walkthrough von Pillars of Eternity 2. Heute kümmere ich mich wieder mal um Kopfgeld von einem der Kopfgeldjäger hier in Niketaka und das werden Piraten-Kopfgelder sein und da habe ich es mir einfach mal geleistet, mir ein neues Boot zu kaufen, ein neues Schiff zu kaufen und zwar eine Junk, voll bestückt mit insgesamt 10 Kanonen. Ich musste auch noch zwei neue Seemänner anheuern, einen Kanonier und ich glaube oben noch den Boatswain. Ja, damit wir diese Quests einfach viel schneller machen können, da wir ja, doppelt so viel Schaden mindestens haben. Die Quests, die ich mache, sind von Makoyo, das ist der Fleet Master und er ist zu finden im District Brass Citadel. I assume you vouch for your new captain. On occasion? Why? Your ship, unmoored from Deadfire politics, is an asset I would grasp with both hands. An arrangement can help us both. You will empty the seas of competition in exchange for profit. This courage will win you many battles, I think. A Scylla wave skipper is your first target. A pirate shirking any pretense of lawful conduct in the open seas. Most excellent. Acilla commands the Voyager River Dragon, which pesters a group of islands to the southwest of Port Maje. Also unser erstes Ziel ist Acilla und sie soll sich irgendwo südlich von Port Maje befinden. Bevor ich da jedoch hinkomme, musste ich ja einmal wieder durch Niketaka durch und bin durch The Gullet. Und in The Gullet gibt es vielleicht eine der besten Encounters. Zumindest den habe ich euch jetzt hier reingeschnitten und über den bin ich hergefallen. Dort wird ein kleines Mädchen von Monstern überfallen und wir verteidigen das kleine Mädchen. Und das Ziel dieses Encounters ist es, dieses Mädchen am Leben zu halten. Denn aus Dankbarkeit bekommt man ein sehr, sehr, sehr gutes Einhornschwert, das perfekt für Alot ist. Das Mädchen könnt ihr hier links erkennen. Und wie viel sind das? 5, 7, 8 Monster. Deswegen schicke ich auch Remora durch, damit du dieses Monster hier hinten in Skuldrak, der Kusi bedroht, gleich mal platt macht, während sich der Rest um die restlichen Monster kümmert. Und ich glaube zumindest, dass man dieses Schwert dann nur bekommt, wenn auch Kusi das überlebt. Bin mir nicht ganz sicher, wenn sie stirbt, ob man es vielleicht einfach von ihrem Körper looten kann. Und da ist es auch schon geschafft. Und dann hören wir uns noch kurz das Gespräch an. Und schauen wir uns die Waffe an, die wir bekommen. Thanks, Stranger. Don't think I could have made it without you. I doubt it. But thanks for saying so all the same. Anyway, I think you should have this. For what you did, and for what you can do with it. That's Father's doing. He traveled all over and he insisted that I learn Adiran, Valian, and Rawatayan. I even know a few phrases in Anutanic. No, thank you for coming along when you did. And what's more, for helping. I truly appreciate what you did. Not everyone in Niketaka steps in for a neighbor. I need to be getting back to Mother, though. I probably shouldn't take home Skaldermeat, should I? Ja, man bekommt The Griffin's Blade und The Griffin's Blade ist deswegen so geil, weil man The Griffin's Blade enchanten kann und eines der Enchantments verursacht plus 10 Zusatzdamage für Sprüche.
Und somit ist es die Waffe für Alot. Alot macht jetzt mit seinen Sprüchen dann 10% mehr Schaden. Ist natürlich genial. Gut, aber nachdem wir jetzt die Waffe haben, geht es jetzt Richtung Asila. Und sie findet sich tatsächlich südwestlich von Port Mager. Ist jedoch ein recht einfacher Gegner. Sie ist nur Level 6, hat nur 2 Kanonen. Und auch nur, wie viel sind es, 6 Crewmitglieder. Das sollte jetzt für unser Riesenboot, das wir haben, das ist natürlich jetzt viel, viel langsamer wie vorher, aber einfach mit einer Firepower ausgestattet, die ja, wo dieses Boot definitiv nicht mehr mithalten kann. Erstmal schieße ich hier die Segel weg, damit sie nicht mehr manövrieren kann. Das klappt auch gleich mit dem ersten Schuss plus 2 Crewmembers auch noch verletzt. Das schaut jetzt schon schlecht für sie aus. Das wird sich nicht großartig ändern. Dann stelle ich jetzt auf Cannonball um, um ihr den Rumpf wegzuschießen. Sie hat insgesamt 40 Rumpf, also 40 Leben am Rumpf. So, und das war mit einem Hit das Schiff versenkt. So schnell kann es gehen mit einem richtigen Boot. Asila down. Quest abgeben, wieder bei Vakuyo. In the Brass Citadel. My favorite privateer. Clear sky pirates are adept at scattering when threatened. But this makes planting your boot on the neck of a straggler all the sweeter. I would keep my privateer busy. You will speak to me when you are ready for work, yes? Your target is Radolf, a Valian captain and seeker of lost ruins. There is no wicked length he would not go to plunder the dignity of these isles. My confidence swells to hear of this, Captain. Radolf commands the galleon Goldbell and seeks for ruins east of Nekataka, on the southwestern tip of the Kua'orukuhu island chain. Unser nächster Gegner ist dann Radolf und den habe ich dann gleich direkt östlich von Nekataka schon am Anfang dieser Inselkette gefunden. Er ist Level 9, hat ein bisschen besseres Schiff, aber ist eigentlich nur ganz schlecht ausgerüstet, hat nur 2 Kanonen jeweils, obwohl er Platz für 4 hätte. Auch nicht zu viele Crewmembers. Jetzt überprüfe ich nur, in welche Richtung ich am besten drehen sollte, sodass ich mit meinen Kanonen am besten rankomme. Und dann ist die linke Seite besser, denn da sind 4 Kanonen, die auf diese Reichweite sehr gut treffen und nur eine, die nicht hundertprozentig trifft. Ja, warum es hier immer so ein bisschen dauert, war mir fraglich. Also in dem Kampf ist gelegentlich das Spiel einfach stecken geblieben, wie man sieht. Er feuert und trifft uns hier auch ganz schön sauber, weil ich noch nicht voll repariert wieder war. Aus dem letzten Kampf bin ich nur auf 72 Rumpf und er hat doch 100 Rumpf insgesamt.
Aber ich schieße erstmal seine Mannschaft weg. Ja, bei ihm ist alles verletzt, außer die Kanoniere. Ja, und er versucht jetzt noch näher zu kommen. Ich weiß nicht, was er da genau vorhat. Spielt mir nur in die Karten. Oder kommt er in die Range aller meiner Kanonen? Ja, und jetzt hat er gar keinen Kanonier mehr, kann also auch nicht mehr schießen. Und mit dem großen Boot macht es jetzt keinen so großen Sinn mehr, immer diese Jibes zu machen, denn die dauern 3 Runden. Es ist in dem Fall fast besser, einfach stehen zu bleiben und immer mit Hold Position die Chance auf einen Treffer zu erhöhen und dann halt natürlich wieder zu feuern. Gut, sein Boot ist jetzt schon fast manövrierunfähig. Plus, er hat keine Kanoniere mehr. Jetzt mache ich es noch ganz manövrierunfähig. Und ab dem nächsten Schuss kann ich mich dann um seinen Rumpf kümmern und das Boot versenken. Ja, und das dauert jetzt einfach ein bisschen, bis er von seinen 100 Leben, die seine Galeone hat, runtergeschossen ist. Jo, noch 2 Leben. Das waren jetzt saubere Treffer hier mit den 3 Kanonen. 38 Leben abgenommen. Und damit war es. Rattle ist versenkt. Die Quest ist beendet. Und kann bei Wakuyo abgegeben werden. My favorite privateer, clear skies. Then let us content ourselves that some small corner of the archipelago is safe from Valian excess. Our work is unfinished, privateer. Are you ready to hunt anew? Captain, your final target is Barunga, a Hawana captain of many seasons. She is known for bending nature to her will and pursuing her foes with relentless fury. Burunga commands the Dao Pugra's Tooth, which braves the turbulent waters of the Afachina Channel, far to the northeast of Nekataka. Und das letzte Ziel von Wakuyo ist Burunga, ein Hoana-Captain. Da habe ich ihn auch schon aufgespürt. Der befindet sich jetzt dann doch ein Stück weit weg, eher am Ende der Inselkette. Und der hat eine Dao. Und ist Level 13. Also genau auf unserem Level hat jedoch als Schiff nur was mit 3 Kanonen links, 3 Kanonen rechts und eine einigermaßen, ja doch, große Mannschaft.
Diesmal habe ich vorsichtshalber wieder hoch repariert. Also wieder 70 Leben hier. Und dieses Mal, da nur 70 Rumpfleben hat, gehe ich gleich mal voll auf den Rumpf. Und der erste Treffer mit allen 5 hat ihm gleich mal 41 Leben seiner 70 weggenommen. Und deswegen, wenn ich hier nochmal schön Hold Position mache und dann Feuer, wenn alle 5 wieder da sind, dann müsste er eigentlich direkt versenkt sein. Da ist alles da, Feuer mit 5 Kanonen. Das muss reichen. Und das ging verdammt schnell, Borunga down. Eigentlich innerhalb von 2 Runden oder 2-mal Schießen. Das war sehr beeindruckend. My favorite privateer. Clear skies. It is satisfying to see one of our island cousins humbled for a change. May the others take this as an example. Privateer, you served Rauatai with distinction. No more could possibly be asked of you. Ja, und das war's auch schon mit der Folge. Genau rechtzeitig sind noch alle aufgestiegen, das heißt, in der nächsten Folge gibt's am Anfang wieder Leveling. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Jetzt gibt's dann erstmal in nächster Zeit kein Bounty Hunting. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.